verehrte Hörerinnen und Hörer. Kein Mucks, der Bremen 2 Krimi-Podcast. Hier ist die Polizei. Was ist denn eigentlich los? FBI. Oh. Mord? Kennen Sie diesen Mann? Das ist meine Sekretärin. Dann war es Mord. Nein. Nur das gibt's doch nicht. Es war ein Unfall. Will man mir was anhängen? Ja. Ich weiß, wer der Mörder ist. Was? Nein. Ruhe. Nein, das darf doch nicht sein. Ich habe ihn nicht umgebracht. Ich bin doch hier bloß die Haushälterin. Wer ist der Mörder? Nein. Sagen Sie es nicht. Das heißt ja. Ich will drauf kommen, wer der Mörder ist. Aber kein Mucks, das sage ich Ihnen. Ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu Kein Mucks, Ihrem Krimi-Podcast mit Hörspielkuriositäten. Mein Name ist Bastian Pastewka und das hier ist die zweite Ausgabe unseres vorweihnachtlichen Sherlock Holmes Überraschungsspecials. Das ist Dr. John Watson, mein engster Berater. Guten Tag. Ich kann Ihnen versichern, dass Sie in seiner Gegenwart alles aussprechen können, was Sie auch mir vortragen wollen. Frank Röth und Gerhard Garbers als Holmes und Watson in Sherlock Holmes und das Geheimnis des Weißen Bandes. Der zweite von drei Teilen startet hier gleich und ich darf Ihnen dringend empfehlen, die drei Folgen komplett und in der richtigen Reihenfolge zu hören, sonst verstehen Sie möglicherweise gar nichts. Doch bevor wir gleich den zweiten Teil zu Gehör bringen, lauschen wir noch einmal rund 60 Jahre zurück. Und das ist mein intimer Freund und Mitarbeiter, Dr. Watson. Guten Morgen, gnädiges Fräulein. Sie können vor Dr. Watson ganz offen sprechen, genau wie vor mir. Ein Ausschnitt aus einem Sherlock-Holmes-Hörspiel von 1963 und natürlich ist diese Vorstellung von Dr. Watson ein Conan-Doyle'scher Standard geworden. Der steht so in jeder zweiten Holmes-Geschichte, genau wie dieser berühmte Satz. Sobald man das Unmögliche ausscheidet, bleibt die Wahrheit zurück, wenn sie einem auch noch so unwahrscheinlich vorkommt. Das ist ein alter Grundsatz von mir. Ja, das ist wohl der bekannteste Sherlock-Holmes-Ausspruch und auch dieser Detektivdialog stammt von Conan Doyle. Holmes löst einen Fall auf dem Land und belehrt einen vorwitzigen Inspektor. Haben Sie mir vielleicht noch weitere derart wichtige Hinweise zu geben, Mr. Holmes? Allerdings, das seltsame Benehmen des Hundes in jener Nacht. Aber der Hund hat sich doch die ganze Nacht völlig ruhig verhalten. Das ist ja das Seltsame. Ja, auch ein Klassiker. Die Stimme von Sherlock Holmes kennen Sie sicher. Es ist natürlich Peter Pasetti. Bei dem sind wir hier in unserer letzten Keine-Mucks-Ausgabe stehen geblieben. Wir schauen ja ein wenig auf die Geschichte der Sherlock-Holmes-Fälle. Das ist allerdings hochinteressant. Peter Pasetti sprach den legendären Detektiv in der ältesten erhaltenen Radioserie aus Deutschland ab 1962 für den Bayerischen Rundfunk. Na, du weißt doch, wie sehr selbst die kleinsten Probleme mich interessieren, Watson. Ja. Von den kleinsten Problemen bis zu den großen Fällen war in dieser Serie alles dabei. Doch Pasetti blieb auch fortan dieser Rolle treu. 1982 spielte er noch einmal den Sherlock Holmes, diesmal für das Hamburger Hörspiellabel Europa. Ganz recht. Ich bin Holmes und das hier ist mein Freund Dr. Watson. Es geht um den Hund von Baskerville. Jene teuflische Bestie, die das Geschlecht derer von Baskerville verfolgt. Der Hund von Baskerville? Ja. Das muss schon ein besonderer Hund sein, wenn Sie so betont von ihm sprechen. 7 Sherlock-Holmes-Klassikerfälle mit Peter Pasetti entstanden Anfang der 80er Jahre. Sie richteten sich eindeutig an die Kassettenkindergeneration. Ich nenne diese Fassung von Der Hund von Baskerville immer die Chef-Version. Sie werden gleich erkennen, warum. Unterrichten Sie mich über alles, was Ihnen wesentlich erscheint. Stellen Sie aber bitte keine Vermutungen an. Sollte ich nicht als erstes dieses Dienerpaar, die Barrymores, aus dem Schloss entfernen? Nein, nur das nicht. Wir würden Ihnen Unrecht tun, wenn Sie unschuldig sind. Und wir würden Sie unnötig warnen, wenn Sie schuldig sind. Ja, natürlich, Sie haben recht. Haben Sie eine Waffe mitgenommen? Allerdings. Das ist gut so. Und seien Sie vorsichtig. Natürlich. Yeah, heiße Blaxploitation-Rhythmen aus dem viktorianischen London wurden hier gewählt in dieser familienfreundlichen Hörspielfassung von Der Hund von Baskerville. Peter Pasetti und Joachim Wiechmann waren das als Holmes und Watson. Und jetzt wird's ganz verrückt, genau diese Schauspielerpaarung gab es schon 1966 in Der Hund von Baskerville-Fassung des Bayerischen Rundfunks. Und damals haben sich Holmes und Watson noch geduzt. Du sollst mir nur so ausführlich wie möglich die Tatsachen berichten. Den Rest kannst du mir überlassen. Ich frage mich nur, Holmes, ob es nicht vielleicht besser wäre, das Ehepaar Barrymore vor die Tür zu setzen. Auf keinen Fall. Falls Sie unschuldig sind, wäre es eine grausame Ungerechtigkeit. Sind Sie hingegen schuldig, so geben wir damit jede Chance aus der Hand, es Ihnen nachzuweisen. Ja, das ist natürlich wahr. Hm, vergiss deinen Revolver nicht. Trag ihn Tag und Nacht bei dir. Bei mir, ja. Ja. Ja, und schreib mir sofort. Peter Pasetti spielte Sherlock Holmes also über Jahrzehnte. In den 80er-Versionen traf er dabei auf Schauspieler, die wir aus Kein Mucks schon sehr gut kennen. Mr. Holmes, ich weiß nicht recht, was ich dazu sagen soll. Vorläufig nur eine Frage.
Wie erklären Sie sich das geheimnisvolle Verschwinden Ihres Sohnes? Ich weiß es wirklich nicht. Hat man versucht, ein Lösegeld zu erpressen? Nein, ausgeschlossen. Das war wieder einmal Friedrich Schütter, ein Hörspielveteran vom Norddeutschen Rundfunk und Radio Bremen. Diese Stimme setzte sich einfach durch und die treuen Kein-Mucks-Fans unter Ihnen erkennen ihn sicher längst. Die Hörspielmacher von Europa hatten Peter Pasetti in dieser Zeit aber nicht nur als Sherlock Holmes, sondern auch als Skeletor in Masters of the Universe verpflichtet und natürlich als Mr. Hitchcock. Justus. Kann ich etwas für Sie tun? Ja, ich plane einen Gruselfilm und dafür benötige ich ein Spukschloss. Ihr kennt euch doch recht gut aus in der Gegend. Wie wär's, wenn ihr euch ein wenig umsehen würdet? Gern, Mr. Hitchcock. Peter Pasetti als Alfred Hitchcock und als Erzähler in 64 Folgen der 3 Fragezeichen der Hörspielserie meiner Generation schuldig im Sinne der Anklage. Das ist mein Freund und Kollege Dr. Watson. Ja. Ja, zurück zu Sherlock Holmes. Nicht nur Pasetti war ein Rekordhalter in dieser einzigartigen Rolle. Auch Alexander Kerst können wir in unserem vorweihnachtlichen Sherlock Holmes Krimi-Hörspiel-Podcast-Special nicht unerwähnt lassen. Herein, herein, mein lieber Watson. Fröhliche Weihnachten, Holmes. Gleichfalls, mein lieber Freund. Komm, nimm Platz. Der Saarländische Rundfunk produzierte 1965 ganze 18 Hörspielfolgen mit Alexander Kerst als Sherlock Holmes und Heinz-Leo Fischer als Dr. Watson. Aber du bist ja beschäftigt, wie ich sehe. Nein, nur eine Kleinigkeit. Aber ehrlich gesagt nicht ganz ohne Interesse. Und diese 65er Hörspielfolgen waren überwiegend alternative Versionen zu denen aus München von 1962. Herein, herein, mein lieber Watson. Fröhliche Weihnachten, Holmes. Gleichfalls, sind ja nun leider gleich vorbei. Mein lieber Freund, im Platz kommen. Aber du bist beschäftigt, wie ich sehe. Nein, das ist nur eine Kleinigkeit. Aber ehrlich gesagt, nicht ganz ohne Interesse. Besonders verwirrend ist hierbei, dass die Stimme von Alexander Kerst... Ja, wir sind bei dieser Untersuchung wirklich außerordentlich vom Glück begünstigt. Der Stimme von Peter Pasetti... Wir sind bei dieser Untersuchung wirklich außerordentlich vom Glück begünstigt. Ja, nicht unähnlich ist. Und noch verwirrender ist es, dass Kerst und Pasetti in einem Sherlock-Holmes-Klassiker sogar aufeinandertrafen. Sie kommen aus Südafrika, Mr. Dodd. Stimmt. Und sind als Freiwilliger gegangen, würde ich sagen. Stimmt auch. Zu den Middlesex-Husaren. Mr. Holmes, Sie sind ein Magier. Oh. Ihnen entgeht offensichtlich nichts. Ich sehe nicht mehr als Sie, aber ich habe mich dazu erzogen, auch genau zu bemerken, was ich sehe. Pasetti und Kerst waren also die bundesdeutschen Sherlock-Holmes-Radioschauspieler der 1960er Jahre. Doch wir kommen auch um diese bekannte Stimme nicht herum. Kommen Sie rein, Watson. Mein alter Junge, ich freue mich, Sie zu sehen. Sie haben doch nur Schritte gehört und mich dennoch gleich erkannt. Wieso? Ein ganz einfaches Exempel, Watson. An meiner Stelle hätten Sie es gewiss nicht anders gelöst. So wie Sie gehen oder auch trampeln, so geht kein Zweiter in London. Sie können gleich mit mir frühstücken. Ich gestehe, ich habe damit gerechnet. Für viele ist er die Stimme des Sherlock Holmes, Walter Niklaus. Nun raus mit der Sprache. Was treibt Sie von Northumberland so früh nach London? Woher wissen Sie übrigens, dass ich direkt aus Northumberland komme? Auch das ist einfach, Watson. Der Staub auf Ihrem Anzug ist frisch von der Bahnfahrt. Andererseits kommt zu dieser Zeit nur ein einziger Zug an. Es ist der Newcastle Express aus Northumberland. Ich schlussfolgere, Sie kommen aus Northumberland. Naja, Sie haben es erraten. Klar. Walter Niklaus sprach den Sherlock Holmes in einer sehr prominenten schwarz-weißen Kinofilmserie. Er synchronisierte Basil Rathbone, einen der prägnantesten Sherlock Holmes-Leinwanddarsteller. 14 Filme mit Basil Rathbone und Nigel Bruce als Dr. Watson entstanden zwischen 1939 und 1946 in den USA. Und nur ein Film, natürlich Der Hund von Baskerville, basierte auf einer Conan Doyle-Vorlage. Alle anderen 13 waren neu erfundene Geschichten, die in den 40ern spielen sollten. Diese Sherlock-Holmes-Spielfilmreihe kam viel später nach Deutschland. Erst 1969 wurden einige Folgen in der DDR synchronisiert und Walter Niklaus sprach den Basil Rathbone Sherlock Holmes sogar häufiger als 14 Mal, denn die DDR-Synchronfassungen wurden in den frühen 80er Jahren noch einmal neu aufgenommen und einige Folgen der Serie sogar erst in den 90ern eingedeutscht, jedes Mal mit Walter Niklaus. Ein Mörder läuft frei herum. Verlieren wir keine Zeit. Hoffentlich kommen wir nicht zu spät. Ja, doch all diese Holmes-Schauspieler und Synchronstimmen, ob Pasetti, Kerst, Niklaus und all die anderen, verblassen natürlich gegen die größte Sherlock-Holmes-Hörspielserie überhaupt. Holmes, bitte. Könnten Sie es eventuell in Erwägung ziehen, die Saiten Ihrer Geige nicht weiter zu quälen? Mein lieber Watson, was Sie für Geigenquälerei halten, ist die Variation einer alten chinesischen Meditationstechnik, basierend auf der Bitonar... Schon gut. Würde es Ihnen vielleicht sehr viel ausmachen, lautlos weiter zu meditieren?
Das sind Christian Rode als Sherlock Holmes und Peter Gröger als Dr. Watson. Und sie schafften es mit weitem Abstand, alle anderen Holmes-Hörspielproduktionen abzuhängen. Watson, ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass Sie heute ein wenig aggressiv sind. Holmes, in diesem Zimmer gibt es auch nicht mehr die kleinste Ecke, auf die man das Attribut ordentlich anwenden könnte. Beruhigen Sie sich, Watson. Wie kann man sich wegen solcher Kleinigkeiten nur so echauffieren? Christian Rode und Peter Gröger und damit dem Hörspielstudio Maritim gelangen das Unmögliche. Zwischen 2003 und 2011 wurde der komplette Conan Doyle'sche Kanon, also alle 60 offiziellen Vorlagen, vertont. Und zwar als Schmunzelkrimi-Variante. Doch damit nicht genug. Die Reihe war so erfolgreich, dass Rode und Gröger noch einmal rund 60 weitere Holmes-Geschichten sprachen, sogenannte Pastiche-Fälle. Verbindlichsten Dank, Holmes. Pastiche-Geschichten sind solche, die so wirken, als seien sie Originale, aber sie sind gar keine. Es gibt hunderte von falschen Sherlock-Holmes-Geschichten und es ist kaum zu glauben, als erstes Pastiche-Werk der Literatur gilt eine Erzählung von einem Mann namens Arthur Whittaker von 1914, »The Case of a Man Who Was Wanted«. Und es war eine Sherlock-Holmes-Geschichte, die Whittaker sich da ausgedacht hatte. Sie wurde erst Jahrzehnte später gefunden, erstaunlicherweise im Nachlass von Sir Arthur Conan Doyle. Und es war nicht zu klären, ob Whittaker möglicherweise kurzzeitig dessen Ghostwriter war oder ob Conan Doyle Whittaker die Story abgekauft hatte, damit der sie nicht veröffentlichte. Ein weiteres Sherlock-Holmes-Mysterium also. Und auch das Hörspiel, um das es jetzt hier im Podcast geht, Sherlock Holmes und das Geheimnis des Weißen Bandes, ist natürlich ein glasklares Pastiche, aber ein offizielles. Der Autor Anthony Horowitz hat dieses Holmes-Abenteuer 2011 geschrieben. 2016 wurde ein Dreiteiler daraus. Wir bringen alle drei Folgen und nun die zweite. London vor Weihnachten 1890. Der Kunsthändler Edmund Carstairs wird von einem Mann beobachtet, der nicht spricht und eine flache Mütze trägt. Carstairs erzählt Holmes und Watson, dass der Mann Keelan O'Donoghue sei, ein Gangster, dessen Bande in Amerika erschossen wurde und nun ihn, Carstairs, für den Tod seiner Komplizen, darunter sein Bruder, verantwortlich mache. Kurz darauf wird ein ermordeter Mann gefunden, er trägt eine flache Mütze und wird von Carstairs als der Mann entlarvt, der ihn verfolgt hatte. Zeuge des Mordes wird offenbar ein kleiner Junge namens Ross Dixon, der zu einer Gruppe von Kindern gehört, die im Auftrag von Holmes Beobachtungen machen sollten. Doch Ross ist plötzlich verschwunden. Ist er in Gefahr? Holmes und Watson werden in Corley Grange vorstellig, einer Schule für Straßenjungen, doch dort war der Junge auch lange nicht mehr. Ross' Schwester Sally spricht von einem geheimnisvollen House of Silk, doch Holmes kann nicht erkennen, was das House of Silk sein könnte. Dann wird Ross gefunden. Grausam zu Tode gemartert am Hafen. An seinem Arm trägt er ein weißes Band aus Seide. Warum nur? Warum greife ich erneut zur Feder, ein letztes Mal, um mit meinem Bericht Erinnerungen zu wecken, die vielleicht besser vergessen wären? Vielleicht bin ich selbstsüchtig. Vielleicht ist es wie bei anderen Männern, die ihr Leben hinter sich haben, und ich suche Trost. Ich bin allein in meinem letzten Zuhause. Ich werde gut versorgt, doch während in Europa ein sinnloser Krieg wütet, spüre ich, dass ich die Welt, in der ich lebe, nicht mehr länger verstehe. Und so habe ich mich entschieden, einen Schwur zu brechen, den ich vor einem Vierteljahrhundert geleistet habe. Ich versprach bei meiner ewigen Freundschaft zu Sherlock Holmes, das Problem des weißen Bandes niemals niederzuschreiben. Doch ich kann nicht mehr anders. Es muss getan werden. Es muss getan werden. Sherlock Holmes und das Geheimnis des Weißen Bandes. Ein Hörspiel in drei Teilen nach dem Roman von Anthony Horowitz. Bearbeitung und Regie Bastian Pastewka. Zweiter Teil. Sie haben diesen Jungen auf die Spur eines gesuchten Verbrechers gesetzt, Mann.
Ja, es waren vielleicht seine eigenen Pläne, die zu seinem Tod geführt haben. Aber es bleibt dabei. Dies ist das Ergebnis ihrer Aktivitäten. Im Jahre 1890, dem Jahr, über das ich hier schreibe, lebten in den 600 Quadratmeilen des Metropolitan Police District von London mehr als 5 Millionen Menschen. Und wie so oft wohnten Reichtum und Armut in prekärer Nachbarschaft beieinander. Die Räumung der Slums und der Bau der Eisenbahnen ließen die Stadt in rastloser Bewegung zurück. Doch der schlimmste Fluch waren die Kälte und die Lieblosigkeit, die zehntausende Kinder auf die Straßen getrieben hatten, wo sie bettelten, stahlen und plünderten. Oder, wenn sie nicht stark genug waren, irgendwo im Stillen starben, ungeliebt und gottverlassen. Es gab Kinder, die sich für 3 Pennies die Nacht in Wohnheimen drängten, die kaum zur Unterbringung von Tieren geeignet gewesen wären. Andere schliefen unter Brücken, auf Dächern oder in Schweinekoben am Smithfield Market. Auch der kleine Ross war eines dieser ausgestoßenen Waisenkinder gewesen. Und eine tiefe Ohnmacht bemächtigte sich uns, als wir seinen zugerichteten Leichnam fanden. Das ist Ihre Schuld, Holmes. Sherlock Holmes fiel in ein Schweigen, als wäre er von einer plötzlichen Krankheit getroffen. Er zog sich in sein Zimmer zurück und saß 3 Tage regungslos auf dem Boden. Er schlief nicht, rührte sein Essen nicht an und voller Beunruhigung sah ich ihn 1-2 Mal auf seine Schachtel aus Marokkoleder blicken, in der er, wie ich wusste, seine Spritze aufbewahrte. Ich sorgte mich, dass er zu der 7%igen Kokainlösung greifen würde, was ohne Zweifel seine abscheulichste Angewohnheit war. Doch ich spürte zugleich, wie sein gewaltiger Intellekt sich in Gang setzte, um diese neueste, schreckliche Wendung der Dinge zu verarbeiten. Holmes! Lestrade hat recht. Ich habe diese Kinder rücksichtslos eingesetzt. Es hat mir Spaß gemacht, ihnen einen Schilling zu geben, wenn sie vor mir angetreten sind. Wiggins, Ross und wie sie alle heißen, haben mir nichts bedeutet. Sie haben mir genauso wenig bedeutet wie der Gesellschaft, die sie im Stich gelassen und auf die Straße gejagt hat. Beruhigen Sie sich. Unterbrechen Sie mich nicht! Hätte ich einem kleinen Jungen erlaubt, in Dunkelheit und Kälte vor einem Hotel zu stehen, wenn es ihr oder mein Sohn gewesen wäre? Nein! Ross sah den Mörder das Hotel betreten. Wir konnten sehen, wie erschrocken er war und haben ihn gehen lassen. Er hat den nächstbesten Vorteil aus seiner Situation ziehen wollen und ist dabei gestorben. Dafür muss ich die Verantwortung übernehmen. Ich hätte all das nicht nur verhindern müssen, ich hätte es verhindern können. Aber das ist ja das... Ein weißes Band. Die gleiche Sorte. Es wurde von einem Boten gebracht, vor 7 Wochen. In einem Umschlag. Mein Name steht darauf, aber nicht die Adresse. Kein Absender. Das E in Holmes mit einem Schnörkel. Die Schrift stammt von einem Rechtshänder. Gebildet. Das Band ist aus indischer Seide. Der Stoff ist mürbe, denn es lag offensichtlich in der Sonne. Wenn das eine Herausforderung sein sollte, werde ich sie annehmen. Und eins sage ich Ihnen, Watson. Wer immer dahinter steckt, wird es bereuen. Sherlock Holmes war wie verwandelt. Sein Gesicht war erregt und verdüstert. Die Brauen verengten sich zu 2 harten schwarzen Strichen, unter denen die Augen stählern hervorleuchteten. Schnell legten wir den Weg nach London Bridge zurück und betraten die Pfandleihe, in der Wiggins und Ross den Mann mit der flachen Mütze entdeckt hatten. Mr. Johnson? Guten Morgen. Oh, Mr. Holmes, der Detektiv. Ich fühle mich geehrt. Was führt Sie hierher, meine Herren? Ist es vielleicht eine Halskette mit goldenen Saphiren? Die Kette interessiert uns nicht, auch nicht der Mann, der sie Ihnen gebracht hat. Das trifft sich gut, Mr. Holmes. Ein Inspektor namens Lestrade hat die Kette gestern beschlagnahmt und seinem Besitzer zurückgegeben. Wie ich höre, ist der Amerikaner, der sie hierher gebracht hat, tot. Es geht um einen Ihrer anderen Kunden, einen 13-jährigen Jungen namens Ross. Oh, ich habe erfahren, dass Ross das Tal der Tränen ebenfalls verlassen hat. Ziemliches Pech, was? Gleich 2 Täubchen in so kurzer Zeit zu verlieren. Ich mache Ihnen einen Vorschlag, Johnson. Ich kaufe alles, was Ihnen Ross jemals gebracht hat, und werde Ihnen einen guten Preis zahlen. Dafür sagen Sie mir, wie oft er hier gewesen ist. Ich habe den Kleinen vor 2 Monaten zum ersten Mal gesehen. Ein paar andere Straßenjungs haben ihn hergebracht. Er fiel mir auf, denn er war recht ordentlich gekleidet. Hier, diese Taschenuhr hat er mir angeboten.
Ich habe ihm 5 Schilling dafür gegeben, aber sie ist sicher 10 Pfund wert, Mr. Holmes. Eine Repetieruhr mit weißem Emailleziffernblatt. Goldenes Gehäuse, hergestellt von Touchon & Co. in Genf. Keine Initialen eines Besitzers, dafür eine kleine Gravur. Ein Rabe auf 2 gekreuzten Schlüsseln. Ein Familienwappen. Sie sprühen vor Scharfsinn, Watson. Im Gegenteil, es gelingt mir nicht, die Verbindungen herzustellen. Glauben Sie, dass der kleine Ross und dieser Keelan O'Donoghue von ein und derselben Person getötet wurden? Das würde voraussetzen, dass der Tote im Hotel tatsächlich Keelan O'Donoghue war. Aber Edmund Carstairs hat ihn doch identifiziert. Obacht, Watson. Er hat den Mann identifiziert, der vor seinem Haus aufgetaucht ist. Aber er hat die Flatcap Gang nie gesehen, auch nicht, als er in Amerika war. Carstairs hatte Angst. Aber haben Sie bemerkt, dass er uns nicht mehr kontaktiert hat, seit wir den Mann mit der Mütze tot aufgefunden haben? Er wird erleichtert sein. Seine Sorgen sind schließlich Vergangenheit. Da bin ich mir gar nicht so sicher. Zurück in der Baker Street durchsuchte Holmes seine umfangreichen Enzyklopädien. Eine der ältesten Familien im Vereinigten Königreich, die Ravenshaws aus Gloucestershire, führten tatsächlich einen Raben mit 2 Schlüsseln im Wappen. Seltsam, Watson, dass dieser Fall uns auf der einen Seite mit den traurigen und hilflosen Gestalten dieser Stadt konfrontiert und uns auf der anderen Seite in den höchsten Kreisen bewegen lässt. Wie wollen Sie diese Ravenshaws ausfindig machen? Wir werden Mycroft bemühen. Ihren Bruder? So ist es. Aber er arbeitet für die Regierung. Man könnte sogar sagen, gelegentlich ist er die Regierung selbst. Er ist eine zentrale Figur in Kabinettskreisen und ein wandelndes Geheimarchiv sensibler Daten und Fakten. Ich werde ihm schreiben. Er wird uns bei den Ravenshaws ankündigen. Und wer weiß, vielleicht kennt er ja auch die Bedeutung des Namens House of Silk. Am Mittag des nächsten Tages fanden wir uns nach einer Zugfahrt im schönen Corn St. Aldwyn wieder. Lord Ravenshaw hatte unsere Anfrage nach einer Audienz beantwortet und so waren wir an Ort und Stelle, als es vor der Dorfkirche 2 Uhr schlug. Sehen Sie das, Watson? Ein Mann huschte aus dem Herrenhaus und kletterte in eine Kutsche, die auf ihn gewartet hatte. Aber den kennen wir doch. Das war Mr. In der Tat, mein lieber Freund. Ich habe ihn auch erkannt. Sie sind Detektiv, Mr. Holmes. Ich kann mir kaum vorstellen, was Ihre Tätigkeit mit meiner zu tun haben sollte. Ich habe etwas, das möglicherweise Ihnen gehört, Milord. Ich bin Ihnen dankbar, meine Herren. Ich liebe diese Uhr sehr. Meine Schwester hat sie mir geschenkt. Mich würde interessieren, wie Sie die Uhr verloren haben. Ich habe nichts dagegen, es Ihnen mitzuteilen. Es ist in London passiert, im Juni. Ich war zur Oper geladen und als ich aus meiner Kutsche stieg, hat ein Straßenkind mich angerempelt. Als ich später nach der Zeit sehen wollte, merkte ich, dass ich Opfer eines Taschendiebes geworden war. Haben Sie den Diebstahl bei der Polizei angezeigt? Ich fürchte, ich verstehe den Sinn Ihrer Fragen nicht ganz. Im Übrigen bin ich einigermaßen überrascht, dass sich ein Mann von Ihrem Renommee die Mühe macht, den ganzen Weg von London hierher zu kommen, noch dazu angekündigt aus Whitehall. Ich bin Ihnen dankbar, dass Sie mir die Uhr gebracht haben, Mr. Holmes. Und ich möchte Ihre Reisekosten gern übernehmen, aber abgesehen davon kann ich Ihnen nur noch einen guten Tag wünschen. Eine letzte Frage noch, Lord Ravenshaw. Als wir kamen, haben wir offenbar einen Herrn verpasst, den ich zu kennen glaube. Mr. Tobias Finch von Carstairs & Finch in Mayfair. Habe ich recht? Mr. Finch ist ein alter Bekannter, der mir bei der Schätzung einiger Erbstücke behilflich ist. Hat er Ihnen gegenüber jemals das House of Silk erwähnt? Sie sagten, Sie hätten noch eine letzte Frage. Das ist schon die zweite und ich glaube, ich habe jetzt wirklich genug von Ihren Unverschämtheiten. Dann war es uns ein Vergnügen, Sie kennenzulernen. Ja, da haben wir ein neues Rätsel für Sie, Watson. Ravenshaw sagt, seine Uhr wäre im Juni gestohlen worden. Aber zu dieser Zeit war Ross noch in der Obhut der Fitzsimmons in Corley Grange. Und wenn er sie gehabt hätte, warum hat er sie so lange behalten und erst Mitte Oktober bei Johnson versetzt? Ravenshaw zuckte zusammen, als sie das House of Silk erwähnten. Eindeutig. Und auch die kleine Sally Dixon erschrak, als sie dachte, wir hätten damit zu tun. Wir müssen sie finden. Sie weiß, was es damit auf sich hat. Zurück in der Baker Street fanden wir eine vornehme Epistel mit königlichem Wappen vor.
Holmes brach das Siegel und wie erwartet enthielt sie eine Nachricht von seinem Bruder Mycroft, der uns dringend sprechen wollte. Was bedeutet das, Mycroft? Mycroft empfing uns im Diogenes-Club. Du musst diese Untersuchung sofort fallen lassen. Du darfst keine weiteren Erkundigungen einziehen. Vergiss das House of Silk und erwähne diese Worte nie wieder. Du weißt, was es ist. Ich habe keine Ahnung. Aber ich weiß, dass du und sie, Doktor, in großer Gefahr schweben. Als ich heute Morgen den Namen bei zwei Beamten meiner Ministerien erfragte, konnte mir niemand helfen. Zumindest schien es so. Doch dann wurde ich heute Mittag in aller Eile nach Whitehall gerufen. Mit wem ich dort gesprochen habe, darf ich nicht sagen. Es handelt sich um einen engen Mitarbeiter des Premierministers, dessen Urteil ich niemals in Frage stellen würde. Er wirkte ungewöhnlich feindselig und sagte, es ginge um vertrauliche Ermittlungen. Und jede Einmischung von außen könne schweren Schaden anrichten. Das hier ist eine Sache von nationaler Bedeutung, Sherlock. Keines deiner kleinen Rätsel für den Amtsrichter. Lass die Finger davon. Ich bitte dich. Du hast dich sehr klar ausgedrückt. Und wirst du dich auch daran halten? Das kann ich dir nicht versprechen, Mycroft. Ein Kind ist ermordet worden und ich bin verantwortlich. Ein weißes Band hing an seinem Arm, als man ihn fand. Ein Band in der Art, das auch ich anonym per Post bekam. Ich habe keine Wahl, als dieser Sache nachzugehen. Ich kann dir nicht mehr helfen, Sherlock. Wenn du dich falsch entscheidest, wird es das Ende deiner Karriere sein. Bestenfalls. Ich hoffe, Sie überlegen sich, was Ihr Bruder gesagt hat. Schon geschehen. Das habe ich mir gedacht. Sie kennen mich ein bisschen zu gut, alter Freund. Und nun werde ich Sie verlassen. Ich gehe rasch in unser Telegrafenamt und werde dem Wirt des Bag of Nails schreiben. Und ich habe noch ein paar Zeilen für die Morgenausgabe der Times. Sie werden doch nichts Unüberlegtes tun. Watson, erinnern Sie sich an das Wasserbecken vor dem Haus der Carstairs? Natürlich. Warum? Ich frage mich, ob Mrs. Carstairs eigentlich schwimmen kann. Am nächsten Morgen zeigte mir die Times, was Holmes unternommen hatte. Gleich auf der ersten Seite stand zu lesen: 20 Pfund Belohnung für Informationen zum House of Silk. Strengste Vertraulichkeit. Hinweise an Baker Street 221b. Ein paar Tage geschah nichts. Doch am Mittag des dritten Advents schließlich betrat ein merkwürdig aussehender Mann unsere Wohnung. Mit schütterem Haar, grauer Haut und seltsam widersprüchlicher Mimik. Vielen Dank für den Brandy, meine Herren. Ich bin wegen der Belohnung gekommen. Die Leute, um die es geht, würden mir den Hals durchschneiden, wenn sie wüssten, dass ich hier bin. Aber ich brauche das Geld. Es wird mir die Dämonen eine Weile vom Leib halten. Nun, Sie werden uns schon etwas erzählen müssen, ehe ich mich von meinem Geld trenne. Sie können mich Henderson nennen. Das ist zwar nicht mein richtiger Name, aber er ist so gut wie jeder andere. Ich muss vorsichtig sein, Mr. Holmes. Ihr Haus steht unter Beobachtung. Deshalb habe ich mein Gesicht verhüllt, als ich klopfte. Ich bin ein Wrack. Ich würde meine Mutter umbringen für ihre 20 Pfund. Opium ist mein dunkles Geheimnis. Wie Sie sehen, bin ich süchtig. Ich wohne in Shadwell, einer Gegend der Versuchungen mit Bars und Tanzlokalen. Es ist 12 Monate her, dass ich meine ersten Fourpence für ein winziges braunes Wachskügelchen aus dem Tiegel eines Händlers gezahlt habe. Und die Befriedigung, die es mir verschaffte, war größer als alles, was ich bis dahin erlebt hatte. Und der Ort, wo Sie das Opium einnehmen, ist das House of Silk. Glauben Sie wirklich, ich hätte solche Angst, wenn das House of Silk bloß eine Opiumhöhle wäre? Nein. Das House of Silk ist die Organisation, die den Stoff verteilt. Eine Verbrecherliga, die ihr Netz aus Übersee gesponnen hat. Nach Irland, Schottland. Und die von Mitwissern an höchster Stelle gedeckt wird. Ihre Fangarme haben sogar Minister und hohe Polizeibeamte im Griff. Das Opium kommt aus Afghanistan, wird hier gelagert und dann im ganzen Land verkauft. Und wo befindet sich die Zentrale? Erst das Geld. Bitte. Ich weiß nicht, wo das House of Silk seine Zentrale hat, aber ich weiß, wer es weiß. Ach, nun mal raus mit der Sprache, Henderson. Ich bin Stammgast im Creer's Place, einer Opiumkneipe im Bluegate Fields.
Sie ist wie ein chinesischer Salon eingerichtet, mit Seidenteppichen, Fächern und so Zeug. Aber der Mann, der den Laden betreibt, ist ein Engländer wie Sie und ich. Creer ist sein Name. Ein übler Kerl mit einem Kopf wie ein Totenschädel. Er handelt mit dem Opium und benutzt Straßenjungen, um seine Vorräte zu verteilen. Straßenjungen? Mhm. Und einen dieser Jungs hat Creer neulich gepackt und zu Boden geschlagen. Wo bist du gewesen, hat er gefragt. Und der Kleine sagte, im House of Silk natürlich. Und Creer schrie, was hast du mitgebracht? Und dann holte der Junge so ein Päckchen hervor. Ich lag zusammengerollt auf dem Boden. Die beiden hatten mich nicht bemerkt. Wenn Sie das House of Silk suchen, müssen Sie bei diesem Creer anfangen. Er weiß genau Bescheid. Wo ist das Creer's Place genau? Millward Street, das Haus mit der roten Laterne. Werden Sie heute Abend dort sein? Ich werde auch Weihnachten dort sein, wenn Sie mich nicht verraten, Sir. Keine Sorge. Falls ich finde, was ich suche, werde ich Ihre Belohnung verdoppeln, Mr. Henderson. Bis später. Wenn ich geglaubt hätte, dass es irgendetwas nutzt, hätte ich versucht, Holmes von seinem Vorhaben abzuhalten. Doch wusste ich, dass er sich von seinem Kurs nicht abbringen lassen würde. Ich bestand darauf, mitzukommen, und so suchten wir am späten Abend unseren Weg durch die schmalen Gassen des Vergnügungsviertels in Blue Gate Fields. Creer's Place, wir sind da. Holmes, ich bitte Sie ein letztes Mal, lassen Sie mich lieber mit hineingehen. Nein, Sie bleiben hier. Wenn sich herausstellt, dass ich erwartet werde, sind wir in einer stärkeren Position, wenn Sie mir von draußen zu Hilfe kommen. Sie glauben, dass Henderson Sie belogen hat? Tja, seine Geschichte kam mir recht unglaubwürdig vor. Dann verstehe ich um Himmels Willen nicht, warum wir Man jetzt... Man kann sich nie ganz sicher sein, Watson. Ich hatte unser weißes Band gut sichtbar auf den Tisch gelegt. Henderson hat es gesehen, aber nicht reagiert, was für ihn spricht. Und wenn er uns doch in eine Falle lockt, werden wir sie zuschnappen lassen und sehen, wohin sie uns führt. Hier, nehmen Sie meinen Revolver. Wenigstens das werden Sie mir nicht abschlagen. Danke, lieber Freund. Und doch hatte ich die schlimmsten Befürchtungen, als Holmes über die Straße ging und durch den rötlichen Schein der Laterne in der Opiumkneipe verschwand. Selbst in meinem dicken Armeemantel war es zu kalt, um lange im Freien zu bleiben. Und so betrat ich die Bar gegenüber. Es war ein dunkler Schankraum mit einer schmalen Theke. Der Tabakqualm war zum Schneiden dick. Und der Geruch nach brennendem Torf aus dem gusseisernen Ofen in der Ecke machte die Luft nicht besser. Ein Ale, bitte. Die wenigen Besucher waren Matrosen und Schauerleute. Viele davon Ausländer, vor allem Malteser oder Spanier. Ein grauhaariger Wirt mit Katarakten in den Augen gab mir mein Bier. Ich blickte durch ein Fenster auf die Straße. Und dort sah ich einen Mann in einem schwarzen Mantel und schwarzen Handschuhen. Seine Augen waren so schmal, seine Lippen so dünn und seine Haut so glatt, dass er fast kein Gesicht hatte. Er erinnerte mich an ein reptilienhaftes Wesen, das sich starr stellte, um seine Beute zu beobachten. Ich fuhr zusammen und rannte los. Ich stieß die Tür auf und war wie der Blitz auf der Straße. Aus dem Creer's Place rannten ein paar Gestalten, als ich hineinlief. Der betäubende Geruch von Opium stieg mir in die Nase und ließ meine Augen tränen. Vier Männer lagen ausgestreckt auf den Seidenpolstern und starrten mich an wie Leichen. Doch standen sie nur unter dem Einfluss der giftigen Dämpfe, die den dunklen Raum füllten. Wo ist er? Wer? Sie wissen genau, wen ich meine. Hey, wo wollen Sie hin? Ich rannte durch eine offene Tür und befand mich hinter dem Haus. Weg da! Eine Menschenansammlung hatte sich über ein verdrehtes Knäuel gebeugt, aus dem zwei leblose Beine ragten. Um Gottes Willen. Was ist hier los? Nehmen Sie ihn fest, Constable! Er hat das Kind erschossen! Sally Dixon war tot. Ich sah zwei Schusswunden auf ihrer Stirn und ihr gegenüber erkannte ich in der Dunkelheit einen Mann, der bewusstlos auf dem Pflaster lag, die Waffe ausgestreckt in der Hand. Oh nein. Es war mein Revolver und die Hand, die ihn umklammerte, gehörte Sherlock Holmes. Riechen Sie an seinem Atem!
Schauen Sie ihm in die Augen! Es ist das Opium, das ihn zu dieser Tat verführt hat! Sieht nicht gut aus, Doktor. Es sieht gar nicht gut aus. Noch in der Nacht, nachdem Holmes abgeführt worden war, hatte ich Inspektor Lestrade von Scotland Yard alarmiert. Er war der Mann, den ich am dringendsten zu sehen wünschte, und ich erwartete, er würde mir am Morgen gute Nachrichten bringen. Doch ein Blick auf sein Gesicht genügte, um diese Hoffnung zu zerschlagen. Sie haben ihn in der Bow Street behalten. Solange keine formelle Anklage erhoben wird, darf niemand mit ihm sprechen. Mich haben Sie auch nicht zu ihm gelassen. Er ist unschuldig. Die arme Sally Dixon hätte uns womöglich helfen können. Warum hätte er sie erschießen sollen? Trifft es zu, dass er diese Opiumhöhle besucht hat? Ich sah, wie Lestrades Blick zu dem Kästchen aus Marokkoleder wanderte, in dem Holmes seine Spritze aufbewahrte. Inspektor, was soll das? Ja, er ist da drin gewesen. Aber nicht, um seinem Laster zu frönen, sondern um etwas über das House of Silk zu erfahren. Er würde doch nie in einer laufenden Untersuchung etwas tun, was seinen Verstand trüben lässt. Ich habe immer gesagt, dass Sie und Mr. Holmes eines Tages zu weit gehen. Wenn ich etwas für Holmes tun soll, muss ich alles wissen. Und so machte ich Lestrade mit allem vertraut, was seit dem Tod des kleinen Ross geschehen war. Angefangen bei unserem Besuch in der Schule Corley Grange, der uns zu der ängstlichen Sally Dixon brachte. Ich erzählte von Lord Ravenshaw und schließlich von dem merkwürdigen Mann namens Henderson, der uns nach Bluegate Fields geschickt hatte. Ich fürchte, dieser Henderson hat uns von Anfang an getäuscht. Er sagte, er wäre gestern auch in der Millward Street, aber er war es nicht. Stattdessen erwarteten mich dieser Mr. Creer und ein Idiot, der herumschrie, er habe den Mord gesehen. Es wird eine öffentliche Anhörung geben, heute Nachmittag. Sie wollen Mr. Holmes auf die Anklagebank bringen. Wir sollten auf das Schlimmste vorbereitet sein. Staatsanwalt, Sie haben das Wort. Hohes Gericht, in der Mordsache Miss Sally Dixon, 16 Jahre, die gestern Abend in der Millward Street erschossen aufgefunden wurde, ist dies eine Anhörung, die uns eine Übersicht über den Ablauf der schrecklichen Tat liefern soll. Zu verantworten hat sich dieser Mann auf der Anklagebank, Mr. Sherlock Holmes, ein wohlbekannter Detektiv. Um Gottes Willen! Wie sieht er denn aus? Er ist kreidebleich. Sie haben ihn die ganze Nacht verhört. Es wird von keiner Seite bestritten, dass er gestern Abend eine Opiumhöhle in Limehouse betreten hat. Mein erster Zeuge ist der Besitzer dieses Etablissements, Mr. Creer. Sie sind Mr. Jack Creer, wohnhaft Millward Street 28, Bluegate Fields? Der bin ich. Nun, wie dürfen wir uns Ihr Lokal vorstellen? Nichts Besonderes, Sir. Ein privates, legales Haus, in dem Gentlemen aus der ganzen Stadt in Ruhe ein paar Opiumpfeifen rauchen können. Aha. Und so war es auch am gestrigen Sonntag? Ja, Herr Staatsanwalt. Wann ist Ihnen der Herr, den Sie hier auf der Anklagebank sehen, zum ersten Mal begegnet? Gestern. Er betrat mein Lokal um kurz nach 11 und verlangte die übliche Dosis. Und was geschah weiter? Wollte noch eine zweite, nachdem er die erste aufgeraucht hatte. Er war so aufgeregt, redete schnell und war ganz durcheinander. Ich konnte ihn nicht beruhigen. Ich schickte einen Burschen los, die Polizei holen. Da sprang er auf, zückte seine Pistole und sagte, es seien Feinde, überall. Was haben Sie daraufhin unternommen? Ich habe ihn rausgeschmissen. Er wusste nicht mehr, was er tat. Es war die Nebenwirkung des Opiums. Mr. Holmes hat ein Monster vor sich gesehen, als er das arme Mädchen niedergeschossen hat. Hätte ich gewusst, dass er bewaffnet war, hätte ich ihm das Opium nie verkauft. Ich danke Ihnen, Mr. Creer. Bitte nehmen Sie wieder Platz. Ich rufe den nächsten Zeugen. Bitte Lord Horace Blackwater. Was denn? Der Lord Blackwater?
Was soll das bedeuten, Lestrade? Lord Blackwater, auch Sie sind gestern Abend in dem Haus von Mr. Creer zugegen gewesen? Ja, Sir. Was haben Sie dort gemacht? Nun, Opium ist für mich ein gelegentlicher Genuss. Es verschafft mir ein paar Stunden, in denen ich mich von den Sorgen und Verantwortlichkeiten meines Lebens zurückziehen kann. Ich sehe darin keine Schande. Und ich kenne genug Leute, die in ihren Privaträumen Laudanum oder Alkohol zu sich nehmen, aus denselben Gründen. Allerdings kann ich mit Opium umgehen, anders als dieser Herr dort auf dem Stuhl. Milord, Sie haben Mr. Holmes angetroffen? Ja, ich sah ihn. Mr. Creer hat das Richtige gesagt. Er war wie von Sinnen und rannte mit dem Armeerevolver aus der Tür. Kurz darauf hörte ich die Schüsse. Mr. Edwards, habe ich richtig verstanden, Lord Horace Blackwater? Ja, Euer Ehren. Sir, ich darf davon ausgehen, dass Sie ein Mitglied der Familie Blackwater aus Hallamshire sind. Ja, mein Vater ist der Earl of Blackwater. Ich danke Ihnen. Sie sind entlassen, Lord Blackwater. Ich rufe den Zeugen Dr. Thomas Ackland. Das ist der Mann, der den Mord angeblich gesehen hat. Guten Tag, Staatsanwalt Edwards, Hohes Gericht. Guten Tag, Sir. Sie sind Dr. Thomas Ackland? Der bin ich. Würden Sie dem Gericht bitte erläutern, warum Sie sich gestern Nacht in der Millward Street befunden haben? Ich hatte einen Patienten besucht, der mich um diese Zeit um Hilfe bat. Und es war reiner Zufall, dass ich kurz vor Mitternacht auf diesen kleinen Hof kam. Was haben Sie dort gesehen? Ich habe alles gesehen. Da war dieses Mädchen, in jämmerlicher Kleidung. Sie hatte große Angst. Sie hatte die Hände erhoben und sagte nur ein einziges Wort. Bitte. Dann fielen zwei Schüsse und sie brach vor mir zusammen. Ich wusste sofort, dass sie tot war. Konnten Sie sehen, wer die Schüsse abgegeben hat? Nein, es war furchtbar neblig. Und ich stand unter Schock, weil ich auch um mein Leben fürchtete. Ich sprang hinter eine Ecke und von dort sah ich einen Mann mit einem rauchenden Revolver in der Hand. Er stöhnte und fiel auf die Knie. Dann sank er bewusstlos zu Boden. Sehen Sie diesen Mann heute hier im Gerichtssaal? Er sitzt auf der Anklagebank. Dr. Ackland, Sie sind entlassen. Mr. Edwards, ich sehe, Sie haben Ihre Befragung beendet. Sir, ich möchte das Wort jetzt dem ehrenwerten Vertreter des Gesetzes erteilen, der die Beweisaufnahme geleitet hat. Inspektor Harriman. Was ist? Was haben Sie? Durch die Tür trat der Mann, den der Staatsanwalt gebeten hatte. Watson! Ich erkannte ihn sofort. Es war die dunkle Gestalt, die ich am Abend aus dem Fenster der Bar gesehen hatte. Der Mann mit den schmalen Augen und den dünnen Lippen. Euer Ehren? Gestatten Sie, dass ich dem Gericht Auskunft über den Stand der Ermittlungen und den Verlauf meines gestrigen Abends gebe. Ich war zu einem Einbruch in der Whitehorse Road gerufen worden, die sich in der Nähe des Creer's Place befindet. Ich hörte entfernt Schüsse. Als ich endlich, viel zu spät, zum Schauplatz des Mordes kam, hatte der diensthabende Constable Perkins dort bereits alles äußerst umsichtig unter Kontrolle gebracht. Ich werde ihn für diese Leistung zur Beförderung vorschlagen. Ich habe in der Nacht die Befragung des Angeklagten Mr. Sherlock Holmes übernommen und die Leiche der jungen Sally Dixon untersucht. Dass Mr. Holmes die junge Frau ermordet hat, steht außer Frage. Selbst der wohlwollendste Biograf hätte Schwierigkeiten, diesen Verdacht bei seinen Lesern zu zerstreuen. An Mr. Holmes' Hemdsärmel fanden sich schwarze Spuren von Schießpulver und auf seinem Mantel eindeutige Blutspritzer des Opfers, da er aus nächster Nähe geschossen hat. Der Angeklagte war immer noch im Opiumfieber und schien sich der Schreckenstat kaum bewusst. Ich sage kaum bewusst, denn es heißt nicht, dass er sich nicht erinnert, was er getan hatte. Er war wach und sagte nichts zu seiner Verteidigung. Er machte keinen Versuch, mich zu überzeugen, dass die Umstände der Tat in irgendeiner Weise anders gewesen sein könnten, als es hier dargestellt worden ist. Erst heute Morgen, nach einer kalten Dusche, kam Mr. Holmes dann mit einer verrückten Lügengeschichte daher,
die seine Unschuld beweisen sollte. Er behauptete, irgendeine Ermittlung habe ihn in das Haus des Zeugen Creer geführt. Er habe das ermordete Mädchen befragen wollen, sei aber überwältigt und dann zum Konsum des Opiums gezwungen worden. Ich würde das eine Wahnidee nennen, aber es ist schlimmer als das. Es ist der wohlüberlegte Versuch des Beschuldigten, sich den Konsequenzen seiner Tat zu entziehen. Aber ich muss betonen, ich habe in meinen 15 Jahren bei der Metropolitan Police nie einen Fall erlebt, bei dem die Beweise eindeutiger waren und der Schuldige offensichtlicher. Ruhe! Ruhe bitte! Dieser Harriman hat nicht die Wahrheit gesagt. Er war schon vorher da. Ich habe ihn gesehen. Mit Ihrer Erlaubnis werde ich den Angeklagten in Gewahrsam nehmen und ins Holloway-Gefängnis überstellen. Keine Besuchserlaubnis. Wir werden die Beweisführung abschließen und den Prozess so schnell es geht einleiten, Euer Ehren. Herr Staatsanwalt? Keine Einwände, Inspektor. Ich danke Ihnen. Die Sitzung ist beendet. Neben mir war Lestrade ganz still geworden. Harriman schaute unbeteiligt zu Boden. Ich spürte eine mineralische Kälte, die ihn umgab und mich an eine Schlange erinnerte. Sherlock Holmes, der nun von den Saaldienern hinausgeführt wurde, wirkte immer noch benommen. Doch dann drehte er sich plötzlich in meine Richtung und ich bemerkte in den Augen meines Freundes ein kaltes Glitzern. Da wusste ich, dass der Kampf noch nicht vorbei war. Am nächsten Tag berichteten die Zeitungen über den Mord des Mr. Sherlock Holmes. Die Verhandlung wurde wahrheitsgemäß wiedergegeben. Nur Lord Horace Blackwater wurde nicht erwähnt. Ich war so versunken in meine Gedanken, dass ich nicht bemerkte, wie unsere Wirtin eine außerordentlich schöne Frau hereinführte. Guten Morgen, Dr. Watson. Ach, Mrs. Carstairs. Verzeihen Sie mir, setzen Sie sich doch bitte. Sie müssen entschuldigen, dass ich hergekommen bin. Es hat sich etwas ereignet. Ist Mr. Holmes denn nicht da? Ach, Sie wissen es noch nicht. Haben Sie die Zeitung denn nicht gelesen? Nein. Ich fürchte, Mr. Holmes ist indisponiert. Dann ist es aussichtslos. Er ist meine einzige Hoffnung. Edmund weiß nicht, dass ich hier bin. Er hat mir abgeraten zu kommen, aber ich schwöre ihm, Dr. Watson... Ich werde wahnsinnig. Bitte, Mrs. Carstairs. Vielleicht hilft es, wenn Sie mir alles erzählen. Es geht um Eliza, meine Schwägerin. Edmund und die Kirbys fürchten, dass sie sterben wird. Sie richtete sich auf, wischte die Tränen ab und plötzlich spürte ich wieder jene innere Kraft, die mir gleich bei unserer ersten Begegnung in Wimbledon aufgefallen war. Meine Schwägerin und ich sind uns nicht zugeneigt. Ich will auch nicht so tun, als wäre es anders. Sie hält mich für eine Abenteuerin, die sich ihren Bruder geschnappt hat, als es ihm schlecht ging und die jetzt ihre Krallen nach seinem Vermögen ausstreckt. Es interessiert sie nicht, dass ich genügend eigenes Geld hatte, als ich im letzten Jahr in dieses Land kam. Eliza und ihre Mutter hätten mich auch gehasst, wenn ich jemand anderes gewesen wäre. Sie betrachten Edmund als ihr persönliches Eigentum. Der jüngere Bruder, der liebende Sohn. Die Vorstellung, dass er mit jemand anderem glücklich werden konnte, ertrugen sie nicht. Und was hat sich nun ereignet? Eliza ist unausstehlich geworden. Sie behauptet, ich wäre am Tod ihrer Mutter schuld. Oh. Ist das zu glauben? Das Erlöschen der Zündflamme eines Ofens ist in ihrer Fantasie zum bewussten Selbstmord geworden. Als wäre die alte Dame lieber gestorben, als mich als Edmunds Ehefrau zu akzeptieren. Ich würde es nicht aussprechen, aber es stimmt. Eliza ist genauso verrückt wie ihre Mutter. Sie denkt, sie würde vergiftet. Von mir. Vergiftet? Ja. Sie redet sich ein, wir würden ihr Essen verderben. Ihre gesamte Nahrung wird jetzt schon in der Küche getrennt, zubereitet und von Kirby in ihr Zimmer gebracht. Er achtet streng darauf, dass sie keinen Augenblick unbeobachtet bleibt. Edmund ist mit ihr, aber er tut nur so, als würde er ihr Gesellschaft leisten. In Wirklichkeit spielt er den Vorkoster.
Seit einer Woche ist er alles, was sie ist. Ihm geht es blendend. Sie aber wird schwächer und schwächer. Wenn ich also tatsächlich tödliche Nachtschattengifte in ihr Essen mischen würde, dann ist es ein Rätsel, warum nur sie darunter leidet. Was glauben die Ärzte? Sie sind völlig ratlos. Erst dachten sie, es sei Diabetes, dann haben sie auf Blutvergiftung getippt. Ich muss Ihnen etwas Schreckliches sagen. Ein Teil von mir wäre nicht unglücklich, wenn sie sterben würde. Aber ich bin hierher gekommen, auch wenn Edmund strikt dagegen war. Möchten Sie, dass ich mit Ihnen nach Wimbledon komme? Würden Sie das tun? Aber ich bin nur ein Allgemeinarzt mit beschränkten Erfahrungen. Ich wäre Ihnen unendlich dankbar. Wir brachen zusammen auf. Ich wollte die Baker Street eigentlich nicht verlassen, aber was konnte ich schon tun? Inspektor Lestrade meldete sich nicht, Holmes durfte ich nicht besuchen und mit seinem Bruder Mycroft war erst am Nachmittag ein Treffen vereinbart. Das Haus der Carstairs wirkte verlassen, als wir die prächtige Auffahrt erreichten. Dr. Watson. Catherine, ich dachte, wir wären uns einig darüber gewesen, dass wir die Dienste von Sherlock Holmes nicht mehr in Anspruch nehmen. Ich bin nicht Holmes. In der Tat, das sind Sie nicht. Ich habe gelesen, dass Mr. Holmes in höchst missliche Umstände geraten ist. Wegen eines Auftrags, den Sie ihm ins Haus gebracht haben. Und der sich jetzt erledigt hat. Das glaubt er nicht. Da bin ich anderer Meinung. Bitte, Edmund. Dr. Watson hat sich liebenswürdigerweise bereit erklärt, Eliza zu untersuchen, damit wir... Meine Schwester ist schon von etlichen Ärzten untersucht worden. Es würde ihr guttun, weil sie dann noch jemanden hat, dem sie ihr Leiden schildern kann. Na schön. Bitte entschuldigen Sie, Doktor, dass ich eben etwas unhöflich war. Es ist bloß, dass dieser Albtraum nie aufhört. Erst die Sache in Boston, dann meine arme Mutter, der tote Mann in diesem Hotel und jetzt Eliza. Sie nimmt gerade ein Bad. Es wird noch etwas dauern, bis sie fertig ist. Ich entschied, die Zeit zu nutzen und die Küche des Hauses zu inspizieren. Mrs. Carstairs führte mich ins Souterrain, wo die Kirbys eine Gemüsesuppe mit Rindfleisch zubereiteten. Ein verschlagen wirkender junger Mann saß in einer Ecke und putzte das Besteck. Mrs. Kirby, Sie kochen das gesamte Essen? Alles wird hier in der Küche gekocht, Sir. Von mir und meinem Ehemann. Wenn in diesem Hause etwas vergiftet wird, dann nicht hier. Meine Küche ist makellos. Wir putzen sie jeden Monat einmal mit Kabul. Alle Lebensmittel werden hier am Ort gekauft. Und was nicht frisch ist, kommt nicht durch diese Tür. Verzeihung, aber an Miss Carstairs Erkrankung ist nicht das Essen schuld. Alle kriegen das Gleiche wie Sie und niemandem fehlt etwas. Wenn Sie mich fragen, dann ist etwas Fremdes in dieses Haus gekommen. Was wollen Sie damit sagen? Ich will gar nichts sagen. Wir machen uns alle die größten Sorgen um die arme Miss Carstairs. Und ich glaube einfach, dass irgendwas mit diesem Haus nicht mehr stimmt. Aber mein Gewissen ist rein. Und wenn jemand sagt, ich wäre schuld, würde ich schon morgen meine Sachen packen. Niemand gibt Ihnen die Schuld, Mrs. Kirby. Aber sie hat doch recht. Hier ist was faul. Ihr Name ist Patrick, nicht wahr? Ja, Sir. Und woher kommen Sie? Aus Belfast. Mrs. Kirby ist meine Tante. Es war sicher nur ein Zufall, aber die mörderischen O'Donoghue-Brüder stammten ebenfalls aus Belfast. Seit wann sind Sie hier, Patrick? Seit einem Jahr oder so. Und kaum war ich da, ist die alte Frau krepiert. Wie kannst du es wagen, so mit uns zu reden? Wenn es dir hier nicht gefällt, kannst du gerne verschwinden, und zwar sofort. Oh, Patrick. Nein, nein, Mrs. Carstairs. Es gefällt mir gut hier und ich will bleiben. Wirklich. Diese Unverschämtheit. Das ist Miss Carstairs. Sie hat ihr Bad beendet. Augenblick, Doktor. Die Kirbys eilten nach oben und kurz darauf nahmen die Carstairs mit mir den Weg ins Dachgeschoss. Einen Augenblick bitte. Edmund Carstairs gebot seiner Frau und mir zu warten und trat als erster in das Zimmer seiner Schwester. Ich werde Sie jetzt verlassen, Dr. Watson. Es würde meine Schwägerin nur aufregen, wenn ich dabei wäre. Aber bitte lassen Sie mich wissen, ob Sie irgendetwas über Ihre Krankheit feststellen konnten. Natürlich. Danke. Ich betrat ein stickiges Mansardenzimmer voller plüschbezogener Möbel. Die Vorhänge waren nur halb geöffnet und im Kamin brannte ein kleines Feuer.
Eine Tür führte in ein angeschlossenes Bad, aus dem der Geruch von Lavendelsalzen drang. Eliza, Dr. Watson ist hier. Doktor. Ihre Schwägerin bat mich zu kommen, Miss Carstairs. Wie geht es Ihnen? Meine Schwägerin möchte mich tot sehen. Den Eindruck hat sie bei mir nicht hinterlassen. Darf ich Ihren Puls nehmen? Sie dürfen nehmen, was Sie wollen. Ich habe nichts mehr zu geben. Und wenn ich weg bin, wird Edmund der Nächste sein. Sei still, Eliza. Sag nicht solche Sachen. Ihr Puls geht viel zu schnell. Haben Sie Bauchschmerzen? Ja. Und schmerzende Gelenke? Das Essen ist es, was mich umbringt. Wenn Sie hungern, macht Sie das nur schwächer. Ich werde vergiftet. Aber Miss Carstairs... Wenn du vergiftet wirst, werde ich auch vergiftet. Nimm doch endlich Vernunft an. Sie haben nichts zu befürchten. Ihre Speisen werden auf einwandfreie Weise zubereitet, Miss Carstairs. Vertrauen Sie mir. Danke, Dr. Watson. Ich verstehe, welche Beweggründe meine liebe Frau zu Ihnen gebracht haben. Und ich hoffe sehr, dass es Mr. Holmes gelingen wird, sich den Schwierigkeiten zu entziehen, in denen er sich befindet. Ich habe eine letzte Frage, Mr. Carstairs. Ja? Kann Ihre Frau eigentlich schwimmen? Was für eine eigenartige Frage. Warum wollen Sie das wissen? Oh, ich habe meine Methoden. Also, um es genau zu sagen, Catherine kann überhaupt nicht schwimmen. Vielen Dank. Und damit hatte ich die Antwort zu einer Frage erhalten, die Holmes mir vor einer Woche gestellt hatte. Jetzt musste ich nur herausfinden, warum sie ihn interessierte. Ich frage Sie, Doktor, warum hat mich mein Bruder um Rat gebeten, wenn er nicht die Absicht hatte, ihn anzunehmen? Wenn es im Herzen der Regierung etwas gibt... Eine Verschwörung, die so geheim ist, dass ich sofort nach Whitehall gerufen werde, als ich auch nur den Namen erwähnte. Dann gehen meine Instinkte dahin, schleunigst wegzuschauen, anstatt närrische Annoncen in der Zeitung aufzugeben. Was ist nur los mit Sherlock? Können Sie ihm helfen? Die Antwort kennen Sie schon. Ich habe sie Ihnen bei unserer letzten Begegnung gegeben. Es gibt nichts, was ich tun kann. Wollen Sie zulassen, dass er wegen Mordes gehängt wird? Soweit darf es nicht kommen. Er wird in Holloway festgehalten. Ein furchtbarer Bau mit den erbärmlichsten Bedingungen. Aber man kümmert sich dort gut um ihn, wie ich höre. Was können Sie mir über diesen Inspektor Harriman sagen? Eine gute Kraft. Integer mit einer makellosen Akte. Und was ist mit den anderen Zeugen? Ich weiß, worauf Sie hinaus wollen, aber Sie müssen mir glauben, dass ich trotz seines rücksichtslosen Verhaltens immer Sherlocks Interessen im Blick habe. Sowohl Dr. Ackland als auch Lord Blackwater sind vollkommen untadelig. Beide sind wohlhabend und stammen aus guten Familien. Die meiste Zeit ihres Lebens haben sie hunderte von Meilen entfernt gelebt und es gibt nichts, das sie miteinander verbindet. Es sei denn das House of Silk. Ja. Aber Sie wollen mir nicht sagen, worum es sich dabei handelt? Ich werde es Ihnen nicht sagen, weil ich es nicht weiß. Leben Sie wohl, Dr. Watson. Es würde mich sehr quälen, wenn ich unhöflich zu Ihnen sein müsste. Deshalb wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie keinen Kontakt mehr zu mir suchen würden. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Ich kehrte mit schwerem Herzen zurück in die Baker Street. Die Wunde, die Sally Dixon mir beigebracht hatte, schmerzte und ich spürte, dass meine Kräfte erschöpft waren. Doch mein Tag war noch nicht zu Ende. Dr. Watson? Ja? Wären Sie wohl so freundlich, mit mir zu kommen? Worum geht es? Um Ihren Freund Sherlock Holmes natürlich. Was bedeutet das? Was wollen Sie? Es steht mir nicht frei, Ihnen das zu sagen. Ich handle im Auftrag einer Person, die gut informiert ist. Dann verschwenden Sie Ihre Zeit. Ich habe keine Lust, noch einmal auszugehen. Darf ich Sie bitten, nach unten zu sehen? Sie werden mich nicht mitten auf der Straße erschießen. Im Gegenteil, ich habe Anweisung, genau das zu tun, wenn Sie Schwierigkeiten machen sollten. Einsteigen. Ich bemerkte plötzlich eine schwarze Kutsche mit zwei Pferden, die offenbar schon länger bereitgestanden hatte. Die Kabine war mit teuren Polstern bestückt und die Scheiben von innen undurchsichtig. Der Mann hatte sich mir gegenübergesetzt und zeigte mit dem Revolver auf eine Decke. Bitte, Doktor, es ist kalt und die Fahrt ist lang. Meine Uhr sagte mir, dass wir über 2 Stunden unterwegs waren. Doch es war auch möglich, dass der Kutscher uns im Kreis fuhr, um mich zu verwirren. Ich war ziemlich niedergeschlagen, weil ich das Gefühl bekam,
dass Holmes, wenn er jetzt hier gewesen wäre, sich nicht hätte täuschen lassen. Sie sehen zwar Watson, aber Sie beobachten nicht. Er hatte es oft genug gesagt, aber nie empfand ich es so deutlich wie jetzt. Wenn man Holmes einen Tropfen Wasser zeigte, würde er daraus die Existenz des Atlantiks herleiten. Ich selbst würde mich nach dem Wasserhahn umschauen. Das war der Unterschied zwischen uns. Haben Sie auch einen Namen? In der Tat, Sir. Aber ich bin nicht befugt, ihn zu nennen. Wir fuhren lange durch die Dunkelheit. Doch schon bald schreckte ich hoch, als die Kutsche plötzlich zum Halten kam und mein Reisebegleiter die Tür öffnete. Wir standen vor einem massiven, düsteren Haus, dessen Fassade mit Efeu überwuchert war. Hier entlang. Ich folgte ihm einen eichengetäfelten Flur hinunter, vorbei an großen Fenstern und Gemälden, in eine gewaltige Bibliothek, die durch ein paar Kerzen und ein Holzfeuer im Kamin erleuchtet wurde. Ich werde ihm sagen, dass Sie jetzt da sind. Die Bücherschränke reichten vom Boden bis zur Decke. Offenbar beherrschte der Hausherr mehrere Sprachen, denn es gab nicht nur englische Bücher, sondern auch spanische, französische und sogar deutsche. Er schien sich ebenso für Physik und Biologie wie für Philosophie, Geologie, Geschichte und Mathematik zu interessieren. Romane oder dergleichen sah ich dagegen nicht. Durch eine versteckte Tür trat ein Mann herein, der so groß und dünn war, dass man meinte, er müsse sich bücken, um nicht an den Rahmen zu stoßen. Seine Stirn war sehr hoch, seine Augen tief eingesunken und ich sah, dass er beinahe kahl war. Er bewegte sich langsam auf mich zu. Die dürren Arme hielt er so eng vor der Brust verschränkt, als müsse er seinen Körper auf diese Weise zusammenhalten. Dr. Watson, ich muss mich sehr entschuldigen, dass Sie warten mussten. Hat man Ihnen Wein angeboten? Nein. Es tut mir leid. Underwood ist sehr pflichtbewusst und diskret, aber es fehlt ihm an Aufmerksamkeit. Leider kann man sich die Leute in meiner Branche nicht aussuchen. Ich hoffe, er hat Sie wenigstens auf dem Weg hierher gut versorgt. Er hat mir nicht mal seinen Namen genannt. Das wiederum überrascht mich nicht. Ich habe auch nicht die Absicht, Ihnen meinen zu nennen. Aber wir haben einiges zu besprechen. Ich hoffe, Sie werden mit mir dinieren. Es gehört nicht zu meinen Gewohnheiten, mit Leuten zu Abend zu speisen, die es ablehnen, sich auch nur vorzustellen. Das kann schon sein. Aber sehen Sie, Doktor, in diesem Haus kann Ihnen alles Mögliche passieren. Es klingt vielleicht ein bisschen melodramatisch, aber de facto sind Sie völlig in meiner Gewalt. Der Tisch ist im Nebenzimmer gedeckt. Bitte folgen Sie mir. Er führte mich in den Speisesaal, der wahrscheinlich die ganze Breite des Hauses einnahm. Dort stand ein langer Refektoriumstisch, an dem sicher mehr als 40 Personen Platz fanden. Aber jetzt war er praktisch leer und lediglich eine einsame Lampe warf einen Lichtkreis auf ein Ende des Tisches, wo eine Karaffe mit Wein, ein kalter Braten und Weißbrot bereitstanden. Wir setzten uns. Ich wollte Sie schon lange kennenlernen. Aha. Ja. Es überrascht Sie vielleicht, aber ich bin ein großer Bewunderer Ihrer Erzählkunst und besitze jede einzelne Ihrer Veröffentlichungen. Das Baskerville-Abenteuer, das Geheimnis um das gefleckte Band, das Rätsel der 5 Orangenkerne. Alles sehr gut geschrieben. Zum Wohl. Es ist wirklich bedauerlich, dass sich Mr. Holmes nicht ausschließlich auf diese häuslichen Verbrechen beschränkt, wo die Motive vernachlässigbar und die Opfer gleichgültig sind. Wenn er sich größeren Dingen zuwendet, geschäftlichen Unternehmungen wie meinen etwa, überschreitet Ihr Freund eine Grenze und wird etwas lästig. Sie haben mir nicht gesagt, wer Sie sind. Haben Sie die Absicht, mir zu erklären, was Sie sind? Ich bin Mathematiker. Es ist keine Großtuerei, wenn ich sage, dass meine Arbeiten über den binomischen Lehrsatz in den meisten Universitäten Europas gelesen werden. Darüber hinaus bin ich auch das, was Sie ohne Zweifel einen Verbrecher nennen würden, obwohl ich meine Tätigkeit mehr für eine Wissenschaft halte. Ich mache mir die Hände nicht schmutzig. Diese Dinge überlasse ich Underwood und seinesgleichen. Ich bin ein abstrakter Denker. In seiner reinsten Form ist schließlich auch das Verbrechen eine abstrakte Sache.
ähnlich wie die Musik. Ich orchestriere, andere übernehmen die Ausführung. Und was wollen Sie von mir? Warum haben Sie mich herbringen lassen? Nun, ich denke, das wissen Sie bereits. Seine dürren Finger griffen unter seine Samtjacke und holten umständlich etwas hervor. Ich erkannte im Licht der wenigen Kerzen sofort, um was es sich handelte. Schauen Sie, Doktor. Er blickte mich mit seinen tiefdunklen Augen an. In seiner Hand lag ein weißes Band. Sherlock Holmes und das Geheimnis des Weißen Bandes. Ein Hörspiel in drei Teilen nach dem Roman von Anthony Horowitz. Aus dem Englischen von Lutz W. Wolf. Zweiter Teil. Die Rollen und ihre Darsteller. Sherlock Holmes, Frank Röth. Dr. Watson, Gerhard Gabers. Edmund Carstairs, Rainer Bock. Catherine Carstairs, Katja Birkle. Eliza Carstairs, Kathleen Gavlich. Inspektor Lestrade, Jochen Striebeck. Der Professor Christoph Maria Herbst, Mycroft Holmes, Walter Sittler und viele andere. Musik Henrik Albrecht und das Funkhausorchester des WDR. Technische Realisation Theresia Singer. Regieassistenz Viviane Koppelmann. Bearbeitung und Regie Bastian Pastewka. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln mit Radio Bremen 2016. Sherlock Holmes und das Geheimnis des Weißen Bandes, unser Dreiteiler im Podcast. Die letzte Folge und damit den Abschluss dieser Geschichte bringen wir natürlich in unserer Weihnachtsfolge am kommenden Donnerstag. Na, Watson, was hältst du davon? Es macht dir wohl besonderes Vergnügen, mich derart auf die Folter zu spannen. Wie? Tue ich das? Oh, sicher. Und damit danke ich Ihnen fürs Zuhören. Haben Sie gute und entspannte Vorweihnachtstage. Kein Mucks steht natürlich nach wie vor in der ARD-Audiothek, auf bremen2.de und überall sonst für Sie parat. Das wär's für heute. Mein Name ist Bastian Pastewka. Ich sitze im neuen Funksaal von Radio Bremen. Und wir hören uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Also, Wiedersehen.